So, jetzt aber mal richtig ernst bei der Sache. Was ist, wenn man von kleinen Kugelchen auf große wechseln will? Der Zuschnitt soll bleiben, also haben wir unterschiedliche Banddicken. Was muss man ändern? Welche Banddicke muss man nehmen, damit man bei ähnlicher Geschwindigkeit, hat halt mehr Masse, dicke Dinger spielen kann? So Jungs, was jetzt machen, wenn man von sowas Kleines auf sowas Großes gehen will? Wir haben gesagt, wir machen es nicht, aber wir nehmen den Bandrechner hier mal zum Vergleich von sonstiges. Wir wollen es ja eigentlich anders machen. Also Bandrechner relativ klar. Ändern eigentlich bloß hier, ist die neuere Version mit dem Bandrechner. Die zeigt hier auch die Energie, die Joulezahl an. Ich habe hier noch 150 stehen, anklicken, dann kann man da oben hingehen in dem Programm und kann sagen, nein, meine Auszugslänge ist 260. Also die effektive Schnittlänge. So, jetzt haben wir das Kugelgewicht, 2 Gramm. Ja, was ich gezeigt habe, war eine 7 mm Kugel. Kugelgewichte circa stehen hier. Kugelgewicht 8 mm, 2 Gramm. Und wenn man jetzt höher gehen will, sagen wir mal auf die 9er, sind wir bei 3 Gramm. Eine 13er wiegt 9 Gramm. So, jetzt haben wir hier die Bandlänge. Müsste halt messen. In der Regel steht hier unten alles durchlesen und hin und her. Grob gesagt, eure Auszugslänge durch 5. Also das Kugelgewicht, und jetzt haben wir eine Banddicke von 0,55. Und dann sagt er hier, wir bleiben mal bei diesem üblichen Zuschnitt, der sich so durchgesetzt hat in Deutschland, 10,20. Ich sehe ganz viele Videos oder sowas von den Engländern, beziehungsweise Fragen von den Engländern und Amerikanern mit den Zollmaßen und Inch-Fragen oder sowas, lasse ich mal weg, deswegen mache ich eigentlich das Video. Bloß ich kann halt besser Deutsch als Englisch. Naja, besser. 10,20, jetzt hat er hier eine bestimmte Volumensmenge, ist jetzt nicht das High-Power-Band, und da sagt er eine bestimmte Geschwindigkeit. 226 Meter die Sekunde sind circa zu erreichen. 453 Stundenkilometer schnell wären das, und mit der 2 Gramm Kugel wären das dann 15,8 Joule. Ich habe meinen Hund hinter mir, der jetzt. So, was ist, wenn wir jetzt hier sagen, nein, wir machen nicht mehr 2 Gramm, sondern 8 mm Kugel 2 Gramm, wir gehen auf die 9er Kugel mit 3 Gramm. 3 Gramm, Return. Was ändert sich? Ja, jetzt haben wir hier natürlich ganz andere Zuschnittmaße. Wenn ich die Banddicke jetzt so lasse, dann wird die ganze Geschichte natürlich auch, ja, hier haben wir so ca. 10,20, 2800 Kubikmillimeter, darum spielt sich das eigentlich. Das gucken wir uns gleich mal genauer an. Sind wir bei 112 Meter die Sekunde, 18,8 Joule. Was ist jetzt, wenn wir eine andere Banddicke nehmen? Hier sind noch die alten vom Terra drin. Andere Banddicke, wenn wir da praktisch hingehen und sagen, okay, was gibt es? Machen wir den mal auf. Hier, ja, Slingshot Place. Den hatten wir im Trainingslager mit dabei. Die Bänder haben gut gehalten. Precise, Sumac, verschiedene Bänder. Ich hatte das dabei. 0,55er wäre hier. Das wäre auch rein zufälligerweise das Schwarze. Wenn wir da jetzt hingehen und sagen, okay, wir nehmen einen 0,65er oder sowas. Da. Machen wir den Dings wieder auf und gehen hier hin. Da und tippen mal das andere Bandmaß ein. 0,65. 10,20. 119, wir haben noch immer nicht die Geschwindigkeit erreicht, die wir bräuchten, sind aber mit der dickeren Kugel bei 21 Joule. Schauen wir uns diese Geschichte hier mal ganz genau an. So Jungs, was denn jetzt mit den Kugeln mit dem Latex? Die Dinger räumen wir mal alle weg, wir brauchen ja Platz. Angenommen, ihr habtet jetzt die ganze Zeit gesagt, ihr hattet eine 8 mm Kugel. Die 8 mm Kugel wiegt um die 2 Gramm. Latex genommen, bis jetzt 0,55er von der Dicke her. Das 0,55er 20,10 geschnitten. 20,10 bedeutet ja, Schleuder, hier ist die Gabel, verjüngt. Hier 20 mm, da noch 10 mm. So, wenn man das jetzt hier abschneidet,
das Teil wegmacht, dann kann man den Teil hier dran machen. Das heißt, wir haben eine durchschnittliche Mittel. Ja, das ist jetzt Dreisatzgedingse oder sonstiges hin und her. Wir machen es für Dove mal ganz ausführlich. 20 plus 10, lasst mich raten, sind 30. Geteilt durch 2 haben wir eine durchschnittliche Mittel von 15. 15 Millimeter. 15 Millimeter mal eurer Länge, je nachdem wie lang es bei euch ist. Bei mir ist es immer so um die 260 mal 260. Machen wir das nochmal umständlich. 15 mal 260 haben wir 3900 mal der Banddicke. Dann haben wir dieses Volumen, das was der Bandrechner uns da gesagt hat. Also mal 0,55. 0,55 Millimeter mal 0,55 sind gleich 2145 Kubikmillimeter. Latex habt ihr zur Verfügung oder habt ihr benutzt, wenn ihr die 8 mm Kugel immer so beschleunigt habt. So, ich soll noch mal einer sagen, es gibt kein Heuschnupfen. Ihr merkt es vielleicht oder hört es vielleicht, meine Nase lässt zu. So, wir haben oder ihr habt 2145 Kubikmillimeter für die 8 mm Kugel genommen. Eine bestimmte Latexmenge da. Was heißt es jetzt eigentlich pro Gramm? 2145 geteilt durch 2. Hättet ihr eingesetzt 1072,5 Kubikmillimeter pro Gramm. Jetzt einfach kein Teil, mal keine 8 mm, sondern ihr wollt die 9 mm Kugel nehmen. Die 9 mm Kugel hat laut dem Bandrechner um die 3 Gramm. Die gleiche Geschwindigkeit heißt ja mehr oder weniger, ihr müsst die gleiche Latexmenge nehmen. Also 1072,5 mal 3. Wegen den 3 Gramm. Heißt, ihr bräuchtet 3217,5 Kubikmillimeter Latex. Soweit richtig? Aber oh, meine Nase läuft schon wieder. Ja, Naseputz. So, das heißt, wir brauchen eine bestimmte Latexmenge. Jetzt möchten wir den Bandzuschnitt ja gleich halten. Hier haben wir ausgerechnet, im Mittel 15 mm, 260 lang sind 3900, also noch die 3217,5 geteilt durch 3900 würde heißen, wir brauchen ein Latex, was ca. 0,825, also mal aufgerundet, 0,83 Millimeter dick ist. Die ganze Spielereien gehen natürlich auch anders. Man sagt, wie breit müsste das sein? Dreisatzspielereien. Ganz viele von diesen ausgerechnet. Ja. Ist jetzt die einfachste Variante. Okay, Babsack, wieso tust du sie so schwer? Die Kugel wiegt ein Drittel mehr. Mach doch einfach ein Drittel dickeres Band. Wäre es auch okay. Von der 2 Gramm Kugel auf andere geht's eigentlich noch. Bei 1 Gramm mehr seht ihr, wenn man natürlich ganz viele haben will, Unterschied. Man sagt, oh, man will hier eine 13 Gramm Kugel hauen. Dann wird es schon eng mit der Banddicke. Jo, aber um die ganze Sache mal, wir haben ja gesagt, dicke Dinge. 8 mm 2 Gramm, Gummimenge klar. 12 mm, also Gummimenge bei 0,55er dicken Band bei 20, 10 und 2,60er Auszugslänge. Müsst ihr eure Auszugslänge und sowas berechnen. Bei der 12 mm, die 7 Gramm biegt, weil wir wollten ja dicke Dinger, bräuchten wir somit 7507,5 Kubikmillimeter. Das durch die Quadratmeteranzahl von dem Bandzuschnitt geteilt, würde eine Banddicke rauskommen von 1,925 mm. Also grob aufgerundet 2 mm dickes Band. 20-10 geschnitten. Tja, und da fängt es schon an, ein bisschen eng zu werden. Gucken wir uns die ganze Sache hier nochmal an.
260, 7 Gramm, 1,39. Hätten wir allerdings mehr, der spuckt hier die Werte gar nicht mehr aus. Wir hätten allerdings bei C20 hier einen Wert von 55,4 Joule. Sind dicke Dinger, wa? Ich muss das Ganze mal übersetzen ins Englische, dass die Jungs irgendwie mal sehen, hier, es bringt nichts, geht eigentlich eher auf Breiten oder sowas, anstatt so sehr auf die Dicken zu gehen. Bei kleinen Sprüngen kann man es machen, aber bei sowas macht's gut. Jo, Nachspannvideo. Ich bin rausgegangen, weil ich wollte was Blühendes im Hintergrund. Ich war erst da hinten bei dem Weißen. Hat mir nicht ganz so sehr gefallen. Ist halt die Landschaft hier. Wenn ihr es immer wieder in den Videos hört, da hinten ist die Autobahn. Die sollte eigentlich früher mal am anderen Ende von dem Ort langlaufen. Da oben wohne ich. Hinter dem Dings und hier halt Location gelb, passend zum Shirt. Ich hoffe, das Video war was für euch. Macht's gut. Jo, ich will jetzt endlich mal ein bisschen was mehr mit Bums haben. Ich möchte von kleinen Kugeln auf größere Kugeln wechseln. Was kann man wie wo machen, damit man die gleiche Geschwindigkeit hat? Wir haben hier unterschiedliche Banddicken. Können wir damit was anstellen, damit der Zuschnitt gleich bleibt.